Ja, jetzt sind wir schon live drauf. Hallo, hier im Pfalztheater zu den, ich halte es mal in die Kamera, zu den Theatertagen Rheinland-Pfalz 2020. Selina Kunz ist da, mein Name ist Rolf Schmiedel und wir werden, wie schon jetzt öfter angekündigt, hier während den Theatertagen immer wieder live auch vor Ort berichten. Heute geht's los, jetzt gleich um 17 Uhr, deshalb sind wir vorher noch mal ein bisschen live drauf, geht es los mit einem Besuch und mit der Eröffnungsrede von Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin, und die verleiht den Else Lasker Schülerpreis, der sonst immer in einem Extra-Veranstaltung war. Selina, du hast dich damit beschäftigt. Was ist dein Resümee? Der Else Lasker Schülerpreis dieses Mal erstmals in einem größeren Publikum, also ein öffentliches Publikum. Wir sehen jetzt schon ganz viele Leute, die reingehen. Auch Theater, die Leute mit dem Theater nicht so viel zu tun haben, können sich das jetzt endlich mal angucken. Gab es vorher nicht, wird zwar schon seit 1993 verliehen von dem Pfalztheater, also eigentlich schon lange, aber wahrscheinlich nicht viele kennen das, weil es eigentlich immer hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Aber ja, dieses Jahr erstmals jetzt mit geöffneten Türen und wir können auch zugucken. Ja, Peter Handke. Ich will den Namen immer wieder erwähnen. Einer meiner Lieblingsschriftsteller hat auch schon mal den Preis, bekommen. Es gibt auch es sind verschiedene Einzelpreise. Welche sind das denn? Und ich glaube, du kennst auch schon die Gewinner, gell? Also die Gewinner sind schon raus. Es ist keine große Überraschung, wer heute die Preise bekommt. Tatsächlich nicht so wie bei den Oscars. Es gibt verschiedene Preise. Es gibt den Dramatikerpreis für ein dramatisches Gesamtwerk. Das ist Felicia Zeller, die auch morgen hier lesen wird. Die werden wir bestimmt jetzt auch gleich auf der Bühne sehen. Und dann gibt es noch die Stückepreise für ein neues Stück, für einen neuen Schauspieltext. Das sind drei verschiedene. Gibt es einen ersten, einen zweiten, einen dritten Preis mit Preisgeld verbunden. Die werden wir auch gleich sehen. Okay. Du hast den Gewinnertext schon in der Hand gehabt oder noch nicht? Nein, der ist natürlich nicht raus. Also die Texte, die gewonnen haben, sind jetzt erstmal nur bei der Jury gelandet. Aber den zumindest ersten Preis, der Stücke-Text, den werden wir als Uraufführung hier im Pfalztheater sehen. Also das gehört mit zum Preisgeld dazu, dass man hier die Uraufführungsrechte hat. Und das Preisgeld ist ja nicht ohne, ne? Da lässt sich eine Weile damit schreiben. Jetzt nennen wir die anderen aber auch noch, die anderen Gewinner. Genau, also den ersten Preis für den Stücketext, den geht an Karen Jess. Ihr Stück heißt Die Popper. Da gab es auch ganze 5.000 Euro für. Und wie gesagt, die Uraufführungsrechte hier im Pfalztheater. Einen zweiten Preis, immerhin 3.000 Euro, geht an, jetzt muss ich kurz drauf gucken, Leon Ospalt für Guppi sterben. Und der dritte Preis an Magdalena Schrefel, Ein Berg viele, heißt ihr Stück. Gab es immerhin noch 2.000 Euro für. Und mit viel Glück oder auch gut für die Autoren hören, sehen wir das vielleicht auch mal hier. Wunderbar. Der Else Lasker Schülerpreis, du hast ja schon gesagt, ist bisher immer in einer Extraveranstaltung verliehen worden. Jetzt zum ersten Mal in den Theatertagen. Was ist denn deine Einschätzung jetzt generell zu den Theatertagen? Ich glaube, das ist eine super Chance, um das Ganze ein bisschen populärer zu machen. Überhaupt für auch die Leute, die ins Theater gehen, vielleicht mal noch so ein Stück mehr vom Theater zu sehen, auch mal die Leute kennenzulernen, die Stücke schreiben, die man sonst immer nur auf der Bühne sieht. Also da ist ja eigentlich wahnsinnig viel Arbeit vorne dran. Und dann mal zu sehen, wie die Menschen so sind, die das geschrieben haben, ihnen vielleicht sogar Fragen stellen zu können, einfach mal noch einen Schritt vorne dran zu sein, bevor das Ganze auf die Bühne geht, finde ich eigentlich eine super Chance, eine super Sache und deswegen freue ich mich, dass es jetzt in den Theatertagen stattfindet. Wunderbar. Morgen ist diese Lesung. Du wirst auch wieder davon berichten und darüber berichten. Du hast über den Else Lasker Schülerpreis im Allgemeinen schon geschrieben. Der steht ab heute Abend bei uns auf der Website www.wirimlandkreis.de. Und was liegt jetzt für dich heute noch an? Ja, wir gehen jetzt gleich rein, gucken uns die Verleihung an. Wie gesagt, keine Überraschung, wer ihn gewinnt, aber trotzdem spannend, wie das Ganze abläuft, weil das erste Mal für uns geöffnet. Und danach kommt noch Tod eines Handlungsreisenden von dem Pfalztheater. Den können wir uns noch angucken und dann wird noch ein bisschen Party gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal so langsam hier Richtung großen Saal und hören mal zu, was Malu Dreyer denn auch sagen wird. Und vorhin habe ich hier unten im Foyer noch den Konrad Wolf gesehen, den Kultusminister von Rheinland-Pfalz, der ist auch hier. Und wir sehen uns dann später nochmal. Ich denke, dass wir vielleicht nach dem Handlungsreisenden vielleicht nochmal eine Live
einen Livestream hier machen und dann kriegen wir vielleicht den einen oder anderen noch hier mit vor die Kamera, der uns den ersten Eindruck gesagt. Also heute großartiger Start der Theatertage Rheinland-Pfalz. Was für ein TTRLP 2020 oder so. Kleiner Zungenbrecher, aber lernen wir bis zum Schluss der Woche. Ja. Okay, bleibt uns gewogen.